Willkommen zurück zu einer neuen Folge, sogar zwei neuen Folgen von Let's Play StarCraft 1. Ja, 2 ist noch nicht da, es tut mir leid. Naja, wir werden stolz auf StarCraft 2 warten und uns nicht in die Enge schlagen, drängen lassen, denn wir werden uns mit StarCraft 1 vergnügen. Oh ja, es macht so viel Spaß. Was ist denn? Ich habe so eine gute Nase. Das war Zufall, das war nicht geplant. Also, die stehen hier schon gar nicht so schlecht. Wollen wir mal eine kleine Verteidigungslinie aufbauen? Ja, wir haben den Belagerungsmodus. Und im Belagerungsmodus ganze 80 Schaden. Da geht so ein Marine schon mal fliegen. Wollen wir mal ein paar andocken. Hallo, Mr. Idiot. Würden Sie bitte so zuvorkommen. So geht das. Naja, das war mehr Zufall als gekonnt. Ich meine, ich wusste nicht mal, dass da jetzt irgendwas kommt. Deswegen. Hier oben steht alles. Ich will gerade nur einen kleinen Überblick über meine Basis werfen. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Das weckt Erinnerung. Egal. Das ist ein ganz anderes Thema. Ach, hier ist die Karte zu Ende. Deswegen komme ich auf meinen anderen Bildschirm. Kennen wir ja die Problematik. Egal, wir bauen hier mal ein neues Versorgungsdepot, denn wir werden schon mal anfangen, neu zu bauen. Ja, fangen wir mal mit jeweils... Nicht genug Westen. War ja klar. Fangen wir mal mit jeweils einem Panzer an. Fangen wir mal damit an. Na toll. Es ist ja so herrlich. Die Welt ist so schön. Aber ich habe mir was überlegt. Einen Moment. Ich brauche eine... Ja, es ist alles blöd. Okay, wir gehen erstmal unten das Gebiet säubern. Dazu bestellen wir uns mal diesen kleinen Kundschafter. Brillant. Ja, ich weiß. Danke, du brauchst mich nicht loben. So. Die sind alle voll auf 100% Energie. Das ist gut. Ich glaube, hier oben stand nämlich noch irgendwo eine Artillerie und die will ich erstmal auskundschaften. Weil Artillerie kann man gewöhnlich mit Artillerie besiegen. Also aus der Ferne. Quasi Gleiches mit Gleichem vergelten. Zwar nicht so schön, wenn man das immer tut, aber man kann es tun. Das war mal wieder so ein Ohne-Sinn-Satz, glaube ich, oder? Okay, wir müssen nur bis da hinten. Bis nach da hinten. Also, ich hatte eigentlich vor, die gesamte Karte auszulöschen. Ich meine, das habe ich letztes Mal auch gemacht, aber bei jedem Mal, dann wird es mit der Dauer zu lang, denn wir wollen ja auch... Also Kampagnen und Story-mäßig weiter vorwärts kommen. Okay. Euch aber nicht so nah aneinander, weil sie könnten mit Artillerie zurückschlagen. Und die Artikular-Artillerie... Okay, das ist schlecht. Eine Verteidigungsmatrix für ihn, denn er wird jetzt unter Feuer stehen. Okay, ihr geht wieder hoch. Scheiß drauf, ob ihr nah aneinander steht. Wir müssen jetzt unsere Ehre verteidigen. Ein paar Goliaths hier hoch. Genau deswegen. Ich hoffe, da ist genug Platz jetzt. Denn die Goliaths habe ich nur mitgenommen, weil sie gegen Lufteinheiten sind. Also, Raven, halt die Klappe, Mann. Goliaths sind eine Kanonenfutter. Ich habe schon meinen Sinn da. Also, ruhig, Brauner. Ne? Nix für ungut, du weißt das. Hoch, mein Bildschirm hat gerade geflackert. Also, das Spiel wieder. Ich habe, oh Gott, ich habe wieder Hippie-Wasser. Ich zähle mal die Farben. Ich nenne mal die Farben. Blau, Rot, Gelb, Grün, Lila, Pink, Dunkellila. Haben wir noch irgendwas? Ja, hier ist so ein bisschen Weiß. Hier ist Türkis. Hier ist wieder Weiß. Ihr seht das alles nicht, aber ich möchte mal nur so ein bisschen die Farben aufzählen, die ich bei mir so sehe. So, wir haben wieder Vespingas. Das heißt, wir können wieder Panzer bauen. Und zwar nicht wenig. Das heißt, wir haben schon mal die nächsten Panzer für den zweiten Trupp fertig. Aber wir haben ein kleines Problem. Denn unsere Panzer sind angeschlagen. Und ich will nicht vorrücken, wenn ein Panzer unter 50%... Verdammt, fahr doch zur Hölle. Egal, wir reparieren ihn trotzdem. Wir rücken ein wenig weiter vor, damit ich sehe, was da ist. Ich weiß eigentlich, was da ist, aber meine Panzer müssen auch sehen können, was da ist, damit sie das Feuer öffnen können. Wir werden nämlich jetzt in Zweier-Trupps vorrücken, damit, also immer von hinten, welche Deckung geben können, mit Artillerie,
Ja, hier war das jetzt schlecht, wirklich schlecht getimed. Ein bisschen vorwärts, ihr blockt euch. So, hinüber. Wie kommst du? Ey, das ist mir unbegreiflich. Egal, du, ja, der folgt uns natürlich nicht. Wenn ich gerade sagen wollte, der stirbt sowieso. So elegant, wie ich es immer sage, aber es stirbt nicht. Nein, es hat sich ausgestorben. Na, ich lasse es sein. Ich lasse es einfach sein. Okay, als erstes der Goliath, denn Luftabwehr haben wir keine mehr in Reserve. Ihr könnt mal wieder abbauen. Wenn die euch durch... Also, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie wir vorrücken werden. Weil, wenn ich das erkläre, das dauert Stunden. Ich komme gerade von Let's Play Company of Heroes. Und ich bin jetzt nicht mehr so geplant, wie ich da war, aber... Company of Heroes war einfach nur peinlich. Okay? Dabei lassen wir es jetzt mal. So, ihr hattet eure Deckung. Das heißt, ihr könnt einpacken. Ihr geht nach vorne. Ihr... Es ist, als ob das Spiel leckt. Okay, ihr geht nach vorne. Tarn du dich mal. Ich habe einen Antitaner. Ich habe einen Detektor. Okay. Und der Nebel ist jetzt bei mir weiß. Okay. Egal. Ich ignoriere es einfach. So, wir reparieren den angeschlagenen Panzer. Hey, wieso sollt ihr Deckung geben, wenn ihr nicht vorne steht und kämpft? Ihr sollt alle kämpfen. Was macht ihr da? Ach, der wird repariert. Ja, stimmt. Ich vergaß. Das hat sich ein bisschen rassistisch angehört. Okay, nächstes Thema, ganz schnell. Das ist nämlich äußerst peinlich. Okay, wir gucken, wie es um die Energie steht. Ja, jetzt bist du dran, oder was? Oh Gott, ich liebe die Belagerungspanzer. Die haben so einen Bums. Egal in welcher Form, die hauen einfach nur rein. Wir rücken einfach weiter vorwärts. Vorwärts meine ich natürlich. Die kriegen noch ein bisschen Deckung durch die Panzer, die wir noch gebaut haben. Denn unsere Mission ist es lediglich, das Ding, was der eine BBF auf den Arm trägt, in... Gott, der ist noch so weit da oben. Wow, das dauert ja noch ewig mit. Nein, das schaffen wir nicht. Reparier das. Den Dingens. Oh, das wird mies. Das wird knapp. Vor allen Dingen wird das knapp. Von unseren Einheiten her. Oh Gott, ein Kreuzer. Das ist der Horror. Ich hoffe, den kriegen wir kaputt. Wenn nicht, müssen wir zurückziehen. Wir haben nichts gegen die. Wir haben nur noch das, was gerade am Verrecken ist. Okay, ich könnte versuchen, mit den Panzern eine Deckung für das BBF zu schaffen. Wenn nicht, werde ich das Spiel laden, nochmal so weit spielen, wie ich war. Also so ein bisschen nachmachen. Oder nee, es wird schon klappen. Wird schon schief gehen, so sagt man es doch. Wumms. Wumms. Die WBFs ausschalten. Ich weiß nicht wieso, aber die WBFs ausschalten. Wir brauchen nur Ablenkung. Wir müssen das Feuer auf uns ziehen. Nicht so wie... Das darf nicht passieren. Okay, er ist wieder aufhebbar. Rückzug. Rückzug, Rückzug. Ich wusste nicht, dass man ihn wieder aufheben kann. Den Psi-Emitter. Hätte ich das gewusst? Oh Gott. Ja, jetzt haben wir natürlich einen scheiß Start, beziehungsweise einen scheiß Rückzug. Okay, wie mache ich das jetzt schon besser? So. Ein paar Sachen gegen Lufteinheiten, denn die werden auch mit Lufteinheiten kommen. Wir versuchen in die Basis zu flüchten. Dort kriegen wir nochmal extra Unterstützungsfeuer von der Artillerie. Oh Gott, ich habe gehofft, er überlebt. Du kannst auch helfen, aber im Tarnmodus. So, du bist jetzt das Kanonenfutter. Damit hier zwei Artilleries unterstützen. So, du bleibst aber schön am Leben, denn du bist noch weiter eingeplant. Okay. Das ist jetzt alles ein bisschen mies gelaufen, aber das ist live, von daher ist das in Ordnung, finde ich. Verdammter Waven, er hatte recht, sie sind nur Kanonenfutter. Nein, sie sind natürlich nützlich, aber sie sind schnell am Arsch. Okay, hier die Deckung steht, da die Deckung steht. Ich habe nur Angst, dass sie von hier kommen, weil ich habe gesehen, was sie noch alles haben. Oh Gott, und die können jetzt in der Zeit auch nachbauen. Das ist schrecklich. Wo ist mein WBF? So, zuerst bist du dran. Dann bist... Ja, hab ich schon erledigt. Mehr brauche ich gar nicht. Noch mehr Goliaths, bitte.
Ich baue direkt mehr. Baue ich ein 10er Goliath-Trupp und einen 12er Panzertrupp und dann geht das. Okay, und es ist noch immer nicht abgebaut. Ich warte verdammt nochmal darauf, dass sie das letzte Mineral im Feld abbauen. Währenddessen, so viele können da eh nicht immer ran. Pro Feld kann einer ran. Könnt ihr... Nee, waren doch nur drei. Ich habe gedacht, das wären vier und zwei standen gerade aufeinander. Das passiert schon mal. Ah, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Übermittle Befehle. Dich könnten wir aber auch mal reparieren, meinst du nicht? Der Emitter steht ungefähr hier. Moment. Missionsziele. Bringen Sie den Psi-Emitter zur feindlichen Basis. Verdammt, ganz schnell wieder zurück. Es tut mir leid.